Hey Leute und willkommen zurück in Banlins Keller. Wir haben den Auftrag, den Mord an Banlin wie einen Unfall aussehen zu lassen. Und genau das werden wir heute tun. Sein Leibwächter Grom darf nicht sterben. Und wir müssen Banlin erwischen, wenn er in seinem Sessel sitzt. Da seht ihr den Kopf. Das ist der falsche. Da über ihm. Der soll auf ihn fallen. Dafür müssen wir wohl in einen Raum im Dachgestühl. Und es sieht so aus, als hätten wir gerade absurdes Glück. Mein Gott. Das war smooth as hell. Ernsthaft? Gucken wir ihm noch ein wenig zu. Ob hier wohl was drin ist? Mann, wenn ich schon hier bin, kann ich ja auch ein bisschen was klauen, ne? Ja, Banlin, lass dich nicht vom Lärm irritieren, ne? Ich versuche nur deine Truhe zu öffnen. In der wahrscheinlich nichts ist außer ein Apfel. Bei meinem Glück. Ne? Eisenhelm und Eisenbeinschienen. Ja, danke. Da sitzt er noch, der Gute. Oh Gott, da hinten ist Nirnwurz. Eigentlich müssen wir den Nirnwurz besorgen. Wir geben uns hier natürlich in Gefahr. Grom könnte hier drin sein, ist er aber nicht. Schmuckkiste! Oh mein Gott. Wir haben 6 Dietriche. 5 meine ich natürlich. Ich sag mal, ich habe nicht ohne Grund gespeichert. Wirklich nicht. Ja, keine Dietriche mehr. Du hast keine Dietriche mehr, du bist scheiß. Steht da im Prinzip im Klartext. Das ist nämlich die zensierte Version. In der unzensierten Version wird man dauernd zugeflamed von den Entwicklern, wie scheiße man ist. Aber das wollte ich mir nämlich nicht eingestehen. Deshalb spielen wir die zensierte Version. Wenn ihr mir das geglaubt habt, nehmt die Hände hoch, damit ich weiß, wen ich erschießen muss. Komm schon. Es ist so krass, seine Schmuckkiste zu öffnen. Wird hier, glaube ich, schwieriger, als ihn zu töten. Oh Gott, wir haben es geschafft. Was? Ja, das hat sich gelohnt. Danke. Jetzt habe ich wenigstens auch einen Grund, stinksauer zu sein. Mach die Tür zu. Dies scheinen die Halterungen des aufgebundenen Minotaurus-Kopfes zu sein. Wie erwartet haben sie sich mit der Zeit gelockert. Ihr könntet die Halterungen leicht entfernen, wodurch der Kopf auf den Boden krachen würde. Möchtet ihr das? Ja. Und Leute, der an der Wand befestigte Kopf ist auf Banlin gefallen und hat ihn wie erwartet erschlagen. Wenn wir jetzt noch rauskommen, ohne gesehen zu werden, wäre das sehr schön. Da steht Grom mit seinem Hammer. Keine Ahnung, was genau er damit vorhat. Was er damit fest hat. Wir müssen nur hier vorbei. Oh Gott, wir haben es geschafft, Leute. Das ist auch der Grund, warum man durch den Keller geht bei dieser Quest, weil wenn man nicht durch den Keller gehen würde, dann müsste man jetzt nochmal hinter Grom vorbeischleichen bis zur Haupttür und das ist irgendwie kacke. Zeit, unsere Belohnung abzuholen.
Auf nach Chardinal, Osttor. Natürlich möchte ich dahin. Wo ist meine Belohnung? Oh, hallo. Ich habe gar keinen Bock auf meinen Job. Ich stehe hier nachts am Tor und es ist... Hallo, ich bin voll motiviert. Ich liebe meinen Job. So kann es sein. Es ist nicht unbedingt ein Scheißjob, nur weil einer ihn nicht mag. Sanguin, mein Bruder. Vincent van Gogh, ich hab's geschafft. Vincent. Der Unfall hat also geklappt und Banlin wurde erschlagen. Gute Arbeit. Ihr habt Ihr habt was falsch gemacht. Ich sollte erst rasten und dann den Dolch nehmen. Dann ist der Dolch nämlich stärker. So doof sich das auch anhört, aber es ist echt so. Ich glaube halt, bei Level 4 gibt es nochmal einen Sprung bei der Skalierung. Und genau deshalb sollten wir jetzt erstmal rasten. Aber wir haben ja auch einen Bettbereich in der dunklen Bruderschaft. Da können wir das ja schnell tun. Möchte nämlich diese tollen Quest-Belohnungen nicht alle zerstören, indem ich sie zu früh sammle, müsst ihr wissen. Und jetzt so, es gibt bei Stufe 4 gar keinen Sprung. Aber woher soll ich es denn wissen? Ich mache nur, woran ich mich erinnere, so ganz... Ganz düster. Düster. So wie die dunkle Bruderschaft. Ne, die ist dunkel. Ist ja auch im Namen schon, du Idiot. Sonst hieße sie ja die düstere Bruderschaft. Aber das klingt ja scheiße. Trainingsraum, da finden wir natürlich kein Bett. Wohngemächer. Wohngemächte. Hallo Rattilein. Hallo Marco. Haben wir hier auch ein Bett, in dem wir schlafen dürfen? In jedem anscheinend. La 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 la. Soll ich Glück nochmal auslassen? Na, ihr habt so einen schönen +4-Bonus auf Willenskraft. Ich glaube, wir lassen Glück mal weg bei diesem Level Up. Maximallevel in Oblivion ist so zwischen 50 und 55. Macht, dass ihr wegkommt. Macht, dass ihr wegkommt. Ja, hallo, wir werden keine Bruder. Freunde mehr. Hallo. Der Unfall hat also geklappt und Banlin wurde erschlagen. Gute Arbeit. Ihr habt eure Belohnung und euren Bonus mehr als verdient. Hiermit überreiche ich euch diesen Dolch. Die Klinge ist bekannt als Leidensdorn und sie hat magische Kräfte. Selbst eine kleine Verletzung damit ist tödlich. Oh. Ja, ihr seid wahrhaft eine Zierde dieser Zuflucht. Und ich finde, ihr habt euch eine Beförderung verdient. Hiermit ernenne ich euch zum Schlechter. Gute Arbeit. Schlechter geht's nicht. Geht jetzt, Kind des Sithis. Ruht euch aus. Ihr werdet es brauchen. Alles klar, wir haben den Leidensdorn als Bonus bekommen. Da ist er, Leidensdorn. ja, immerhin 5 Lebensenergieentzug. Leider 3 Stärke. Ist das so cool? Oh, im Nahkampf ist das schon cool, wenn der Gegner immer schwächer wird mit jedem Schlag. Glaube, die legen wir direkt mal auf 1. Ist ja genauso stark wie unser Schwert. So sieht das schöne Ding aus. Ist das nicht wunderschön? Hey. Ihr wollt mehr Arbeit? Zufällig habe ich hier einen weiteren Auftrag. Er erfordert jemanden, der sich gut Zugang zu Gebäuden verschaffen kann. Muss neue Dietriche kaufen. Okay. Wie immer habt ihr mich nicht enttäuscht. Euer Ziel ist ein Dunkelelf namens Valendret. Er glaubt, im Gefängnis sicher zu sein. Ein tragischer Irrtum. Ein Gefangener entkam kürzlich aus dem Gefängnis. Er floh durch geheime Tunnel, die mit den Abwasserkanälen der Kaiserstadt verbunden sind. Der perfekte Weg hinein. Und das ist so cool! Außerhalb des kaiserlichen Gefängnisses gibt es einen Schacht, der zu den Abwasserkanälen führt. Er wurde kürzlich fest verschlossen, aber ich kann einen Schlüssel besorgen. Es kann nicht sehr schwer sein, Dredd in seiner kleinen Zelle zu finden. Außerdem kennt ihr ja den Weg, nicht? Valendret ist seit vielen Jahren im Gefängnis.
Seine Zunge ist scharf, aber sein Körper ist schwach und gebrechlich. Er sollte eine einfache, angenehme Aufgabe sein. Ihr erhaltet einen Bonus, wenn ihr den Auftrag ausführt, ohne eine der Gefängniswachen zu töten. Geht jetzt und möge die Mutter der Nacht mit euch sein. Und genau das ist der schwierige Teil des Auftrags, aber ich finde es so cool. Ich finde es so cool, dass wir zurück müssen in unsere eigene Zelle, um diesen Typen, der uns am Anfang des Spiels beleidigt hat, kaputt zu hauen. Warum ist Valendret noch am Leben? Was sagst du? Ihr müsst in das... Okay. Er gibt mir ja nicht wirklich Tipps. Etwas Blut für mich, lieber Bruder. Teinawa, deine Tipps waren ja immer so schön. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich hoffe, dass euch eure Aufträge viel Freude bereiten. Das kann man so formulieren. Ich kenne mich in den Abwasserkanälen gut aus. Sie ermöglichen euch den Zugang zum Gefängnis. Aber sie beherbergen auch einige furchterregende Kreaturen. Seid vorsichtig. Das werde ich sein. Wandelt alle Zeit in Sittes Schatten. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass es ziemlich schwierig ist, dort reinzukommen, ohne die Gefängniswachen zu töten. Seid gegrüßt. Vielleicht gibt's ja einen Tipp, den ich noch nicht kenne. Seit mehr als 300 Jahren hat sich kein Mitglied der Dunklen Bruderschaft erfolgreich in das kaiserliche Gefängnis geschlichen. Dies ist ein echter Test eurer Fähigkeiten. Das hilft mir nicht weiter. Geht nun geschätzt. Und möge die Vermittler der Nacht euch und ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Möge sie uns unter ihre kalten, stinkenden Rettiche nehmen. Was wollt ihr? Ja, der Ork hat jetzt nicht die besten Tipps. Habe, ihr wart gezwungen, alles und jeden auszulöschen, selbst die unwichtigen? Habt ihr also gehört? Ja, ja. Es war ein ziemliches Debakel. Der Kopf wollte sich einfach nicht lösen. Schneiden, sägen, hacken. Bei Sittis. Ich schwöre, ihre Sehnen waren aus Stahl. Vergesst nicht, teurer Bruder, dass ich euch nicht immer aus einer schwierigen Lage befreien kann. Nun denn, ich denke, ich sollte meine Pflichten nicht vernachlässigen. Ich dürfte später wieder hier sein. Wir unterhalten uns noch. Wandelt allzeit in Sittis Schatten. Es füllt mein Herz mit Freude, euch wiederzusehen, Bruder. Seine Pflichten vernachlässigen, zum Beispiel da rumzusitzen und nichts zu tun, das ist dringend, das muss schnell gemacht werden. Antoinette, wach auf, ich habe eine Frage an dich. Ja, liebster Bruder. Das kaiserliche Gefängnis, dort habe ich in meiner Jugend lange geschmachtet, bevor mich die Bruderschaft fand. Die Wachen sind stark und grausam, so grausam... Nun. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Gorgon, hast du Tipps? Ich weiß, was ihr denkt. Gorgon ist zu groß, um zu schleichen. Tja, da habt ihr recht. Ich marschiere einfach los und haue meine Gegner in Stücke. Ha! Ist eine valide Möglichkeit. Es ist kein Kinderspiel, in das kaiserliche Gefängnis einzudringen. Die Wachen sind schwer bewaffnet und gut ausgebildet. Wenn ihr entdeckt werdet, seid kein Narr. Flieht! Ja, das ist wirklich nur für den Notfall, die Taktik. Hey, du. Ja, ja. Bei Sittis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! Das könnte halt ganz cool sein, aber dafür brauchen wir 25 Mystik. Hierfür reicht unsere Magie nicht aus. Was? Chamäleon 15% für 30 Sekunden braucht 112 Mana? Hui. Ja gut. Unwillkommener Gast. Öffnen leicht Schloss an Berührung. Na, wollen wir nicht so wirklich. Macht, dass ihr wegkommt, wollte was ihr ganz schon? Anderes machen. Ich wollte eigentlich kaufen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung. Er hätte einen besseren Bogen für uns, aber der ist mega teuer. Wahrscheinlich auch total überteuert. 11.000. Wie wär's mit nein? Demoralisierende Pfeile sind ganz cool eigentlich. Oh, das ist ein gutes Amulett tatsächlich. Chamäleon 10%. Das sind sehr geile Handschuhe. Mir ging's jetzt eher um Tränke tatsächlich. Trank der Unsichtbarkeit für 95. Den kann man sich ja mal nehmen.
Er hat jetzt noch einen weiteren Schwachen und er hat starke. Nimm noch einen Ihr Schwachen. habt mich schön übers Ohr gehauen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Natürlich bin ich zufrieden. Ich bin der beste Mann. Das hier wäre für 30 Sekunden. Ja, wir werden es brauchen. Wir werden es brauchen. Dietriche auffüllen. Ihr habt mich schön übers Ohr gehauen. Packt euren. Packt euren Kram und geht. Macht, dass ihr wegkommt, Miezekatze. Seht euch dieses Fell an, was für eine Schande. Hält er sich eigentlich für Nagonia oder warum macht er rassistische Äußerungen über mein Dasein als Khajiit? Was soll denn das? Ihm gehört eine Lektion erteilt. Ihm gehört ein Lexikon erteilt. Eine Lektion eher. Lexikon bringt jetzt nicht so viel. Genau, da ist die Tür raus. Und dieser lange Umweg nervt ein bisschen, aber wir müssen ihn nicht für immer gehen. Und los zu den kaiserlichen Gefängnis. Hier werde ich mir jetzt mal eine Hinreise sparen, weil wir waren ja schon dort. Da ist es. Geöffnet mit Kaiserstabwschl. Der gute Kaiserstabwschl. Definitiv mein liebstes Item. Und wir prüfen, wir testen unsere neue Waffe. So muss das sein. Sie gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, wie viele Anwendungen wir damit haben. Das Tor ist versiegelt. Ja, wir können nämlich nicht genau den Weg gehen, durch den wir hier hingekommen sind. Hier sind zum Glück noch keine Gefängniswachen. Eigentlich sollte ich für Schlammkrabben oder so nicht diese Verzauberungen wegwerfen. Doch. Ich bin einfach zu dumm, um diesen Fehler nicht zu begehen. Versteht ihr? Selbst wenn es vollkommen logisch ist, ich bin einfach zu dumm, um ihn nicht zu begehen. So, Rattilines. Ratten dürfen wir töten. Nur die Gefängniswachen müssen am Leben bleiben. Es gibt übrigens tatsächlich keine Möglichkeit, das Schießen zu unterbrechen. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Hotkey, ich habe Waffe wegstecken gedrückt, so wie es halt in Skyrim läuft und nichts davon funktioniert. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass es nicht geht. Ging in Morrowind auch noch nicht. Das ist dann wohl eine sinnvolle Neuerung, die sie in Skyrim hinzugefügt haben. Und mein Gott, ist diese Neuerung sinnvoll gewesen. Nö, jetzt müssen wir durch das Stinkewasser. Schlammkrabbe, ich will nicht durch das Stinkewasser. Kannst du den Typen nicht für mich töten? Man kann ja zumindest fragen, meine ich. Gegen Fragen ist ja wohl nichts einzuwenden. Ups. Da müssten wir hin. Ach ja, wie ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Ich hatte mich hier echt wohlgefühlt, aber dann kamen diese verdammten Wachen und haben mich entführt. Entführt haben sie mich. Gut, theoretisch hätten wir auch Roleplaying-mäßig den Rest unseres Lebens in dieser Zelle verbringen können. Aber ich dachte so für das Let's Play. Rollenspiel in Ehren, aber für das Let's Play ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Ich dachte übrigens, man kriegt bei 25 einen Perk, dass eins der Dinger oben bleibt, wenn man versagt. Aber anscheinend war das nicht so. Wir müssen unbedingt mit der Diebesgilde anfangen, wegen eines bestimmten Items. Diebesgilde hat auch eine sehr, sehr coole Storyline. Gerade die letzten Quests sind sehr, sehr cool. Aber sie bleibt halt irgendwie nicht die ganze Zeit auf diesem Niveau der dunklen Bruderschaft. Ich wollte gerade mal Blockentaste probieren. Geht auch nicht. Weiß übrigens gar nicht, ob es überhaupt Sinn macht, mit dem Bogen zu blocken. Tschüss, mein Freund. Und hier geht's rein, oder?
Nee, das ist der Weg, den wir gegangen waren vorher, aber das Tor ist versiegelt. Dann halt da weiter. Ihr Langweiler. Okay, was genau folgt mir da? Es ist wahrscheinlich eine illusive Schlammkrabbe. Was ist das? Ausgang zu das Allerheiligste. Ah! Da sind wir ja durchgeschlichen. Durchgegangen mit dem Kaiserlein. Aus irgendeinem Grund haben sie es wieder abgesperrt. Und der Schlüssel, den Baros mir gab, funktioniert wohl nicht mehr. Habe ich den je weggeworfen? Also nicht den Baurus, sondern den Schlüssel. Falls ihr dachtet, ich frage mich, ob ich Baurus weggeworfen habe. Denn Baurus ist unwichtig. Natürlich bin ich stolz darauf, meine Pflicht zu erfüllen. Aber eine solche Zeitverschwendung. Was bewachen wir denn? Steine und Schatten. So ist es. Da bin ich ganz eurer Meinung. Der Wunsch dieser Assassinen ging in Erfüllung. Der Kaiser ist tot. Sie haben keinen Grund zurückzukehren. Mein Reden. Aber hört der Hauptmann je auf uns? Nö, wir müssen zugegen sein. Das Gefängnis muss gesichert bleiben. Lachhaft, nicht? Wen genau beschützen wir eigentlich? Dreht? Seit dem anderen der Ausbruch gelang, ist er der Einzige, der da unten vor sich hinrottet. Naja, man kann es Hauptmann Montrosen nicht allzu sehr verübeln. Schließlich wittert er eine Chance zum Aufstieg. Muss die feinen Herren beeindrucken. Tja, das stimmt. Sei es drum, ich gehe am besten auf meinen Posten zurück. Hey, und nicht vergessen, später heben wir noch einen im aufgetriebenen Floß. Oh ja, ich werde dort sein. Ich würde es mir nicht nehmen lassen, dich vor diesem großen Orkschläger um Gnade winseln zu sehen. Ich fürchte niemanden. Der Mut ist mir angeboren. Egal. Okay, Leute, und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, ciao.